Kapitel 19. Everything all right? Später beim Abendessen merkte Hermine, wie sie allmählich etwas nervös wurde. Nach dem Essen würde sie sich mit Draco treffen. Mit Draco Malfoy. Ob Ginny wohl auch aufgeregt war? Sie würde sich ja schließlich auch gleich mit jemandem treffen, den sie sehr gerne hatte. Was Draco wohl vorhatte? »Wo ist eigentlich Ginny?« holte Harry Hermine aus ihren Gedanken. »Keine Ahnung. Vielleicht ist sie ja noch in der Bibliothek oder noch mal draußen und kommt gleich nach«, murmelte Hermine. Ron saß etwas abseits und schaute gelegentlich zu Hermine hinüber. Diese bemerkte er schließlich und funkelte böse zurück. Harry hatte den Blickwechsel seiner beiden besten Freunde bemerkt und schaute Hermine an. Wahrscheinlich überlegte er gerade, ob er sie darauf ansprechen sollte oder nicht. Er entschied sich dafür. »Bist du immer noch sauer auf Ron?« Doch bevor Hermine antworten konnte, ließ sich Ginny neben Harry auf die Bank fallen. »Hallo, ihr zwei!« begrüßte sie die beiden. Sie nahm sich eine Petersilie-Kartoffel und biss genießerisch hinein. Sie hatte heute noch nicht so viel gegessen. Sie aßen und unterhielten sich über die Zaubertrankarbeit. »Ich muss dann auch mal los«, sagte Ginny und zwinkerte Hermine zu. »Ja, bis dann«, lachte Hermine. Ginny stand auf und nahm ihre Bücher, die sich kurz zuvor auf der Bank abgelegt hatte. Plötzlich beugte sie sich zu Harry hinunter und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Sie verließ die Halle und ließ einen verdutzten Harry, der ihr immer noch hinterher schaute, als wäre sie das schönste Geschöpf auf Erden, und eine lächelnde Hermine und einem grimmig reinschauenden Ron zurück. Einige Minuten später fing Hermine an, nervös auf ihrem Platz herumzurutschen, dass sie bemerkt hatte, wie ein Augenpaar sie beobachtete. Schließlich drehte sich das braunhaarige Mädchen um und schaute in die wunderschönen grauen Augen, die ihr bereits bekannt waren. Lächelnd schaute sie Draco Malfoy an, der kurz die Hand hob und seinen Blick dann wieder abwandte. »Ich gehe auch, du weißt schon, in die Bibliothek. Es gibt zu lernen«, sagte Hermine und verschwand. Als sie aus dem Raum verschwunden war, rutschte Ron hinüber zu Harry. »Meinst du, sie ist noch sauer auf mich?«, fragte Ron. »Schwer zu sagen«, antwortete Harry. »Ich meine, ich würde auch traurig sein, wenn der Junge, in den ich verknallt bin, jemand anderen zum Ball einlädt.« »Du meinst, verknallt?« erwiderte Ron fassungslos. »Ron«, seufzte Harry und schlug sich die Hand vor die Stirn. Harry ließ Ron allein und machte sich auf den Weg zum Raum der Wünsche. Mit einem fragenden Blick schaute Ron seinen Freund kurz hinterher, wendete sich dann aber wieder zu seinem Essen zu. Er schaufelte alles, was er zu fassen bekam, in sich hinein, als wäre es nichts. Er hörte auch nicht auf, als Lavender sich auf den eben frei gewordenen Platz neben ihm fallen ließ. Sie grinste übers ganze Gesicht. »Mein One-One, gib mir zum Ball«, flötete sie und stupste ihn an. Ron schaute sie an und lächelte missmutig. Brummte er und wendete sich wieder von ihr ab, seinem Essen zu. »Welche Farbe findest du besser für ein Kleid? Violett oder Orange?«, fuhr sie fort. »Mir egal, beides toll«, murmelte Ron geistesabwesend. »Ach komm schon, du bist doch mein One-One!« Da Ron mittlerweile den Appetit vergangen war, stand er mit einem genervten Blick auf und verließ ohne ein weiteres Wort die große Halle. Lavender schaute ihrem One-One nur verdutzt hinterher. Schließlich stürmte sie auch aus der großen Halle, um ihren One-One zu suchen. Die Schüler, die in der Nähe gegessen und alles mitgehört hatten, fingen nun an zu tuscheln. »Was für ein Ball! Was ist denn schon wieder bei den Gryffindors los?« und so weiter und so fort. Nach und nach gingen alle Schüler in ihren Gemeinschaftsräume. Alle bis auf vier.
3 Gryffindors und 1 Slytherin.